Ah, hier sieht man schon die Bilanz der letzten Sturmtage. Ich hoffe, heute wird es nicht so, wie sie im Wetterdienst vorausgesagt haben. Mit 50 km/h habe ich natürlich wirklich keine Lust dazu. Da muss ich natürlich auch schauen, dass ich dann aus dem Wald wieder rauskomme. Wenn das in der Nacht so wird, hier schaut es ja katastrophal aus. Wow. Na gut, ein bisschen was abgeholzt haben sie natürlich auch. Ja, das ist es halt. Schauen wir mal. Ich hoffe, dass es nicht noch schlimmer wird. Ja, das Schlimme ist, es sind ja gesunde Bäume. Es sind halt Fichten, die haben nicht so einen guten Halt. Und ja, dann haut sie natürlich schnell um. Ich dachte, schnelle Überlegung, hier ist fichtenreisig ohne Ende, schön trocken, knackt wunderbar, so wie es sein soll. Da nehme ich mir jetzt schon ein bisschen was mit. Was ich habe, habe ich. Ich muss sowieso dann noch eine Scout-Runde machen, um Holz zu finden und so weiter. Aber das habe ich dann schon mal hier. Sieht sehr gut aus. Wow, noch traumhaft schön viel Schnee hier. So soll es doch sein. Herrlich. Puh, Linse mal sauber machen. Das ist immer ein Theater. Jawohl, gefunden, wieder hier, so wie immer. Es ist doch wirklich ein wunderschöner Platz jetzt. Ja, ich werde meinen Biwaksack hier aufschlagen. Zuerst das Tarp, damit ich in trockenen Tüchern bin. Ich schaue dann mal ein bisschen rum. Da drüben ist wunderbar viel fichtenreisig. Das ist schon mal sehr gut. Und Holz werde ich auch finden. Jetzt muss ich mich ranhalten. Es geht jetzt los. Auf jeden Fall mache ich jetzt erstmal hier den ganzen Schnee weg. So, jetzt habe ich ganz schnell das Tarp aufgebaut, damit ich einen trockenen Platz habe. Es hat sowas von angefangen zu schneien. Das müsste jetzt echt schnell gehen. Jetzt werde ich mir das noch ein bisschen mit Ruhe hier verbessern, das ganze Setup, sodass ich einen schönen Platz habe. Ich bin jetzt mal richtig froh, dass ich mich abgeplagt habe, noch die Bundeswehrunterlage mitzunehmen. Die Falt-Isomatte. Da sitze ich jetzt wirklich bequem drauf. Das ist schon was anderes. Und ja, ich bin da jetzt auch ganz zufrieden mit dem Setup. Schneit noch ordentlich, wunderbar. Und wenn ich den Biwaksack dann ein bisschen weiter hinten aufstelle, dann habe ich hier vorne genügend Platz eigentlich, um trocken sitzen zu können. Ich habe auch noch die Outdoor dabei. Ich dachte mir, vielleicht, wenn es zu viel wird, dass ich die auch noch mit aufspanne. Aber ist ja Quatsch, dann habe ich Tarp, Biwaksack und noch das da. Ist ja viel zu viel. Also nö, da bin ich jetzt ganz zufrieden. Das wird schon hinhauen. Da vorne möchte ich auch mein Feuerchen machen. Das sollte klappen. Und Biwaksack kann ich später auch noch aufstellen, deswegen ist, glaube ich, jetzt Priorität Nummer 1, Feuerholz suchen. Auf geht's!
scheiß Gummi. Ah. Blöd. Das ist der Unterschied zwischen den billigen Sachen und den guten halt, ne? Das ist halt hier. Ich zieh mir doch nicht extra die Schuhe aus. Bis dahin ist ja gut, aber dann wird es schwierig. Das geht bestimmt kaputt irgendwann. Geschafft. Irgendwie geht's immer. So, ausgestattet mit der Lidl-Säge, die billigen Handschuhe hier und der billigen Decathlon-Regenjacke werde ich jetzt Holz suchen. Eigentlich wollte ich euch mitnehmen, aber ehrlich gesagt ist mir das zu anstrengend, jetzt Holz zu suchen, das zu tragen und auch noch die Kamera. Was ich mache, ist einfach Holz suchen. Jeder weiß, wie es geht. Sau anstrengend gewesen, aber ich hoffe, ich habe gutes Holz gefunden. Reisig habe ich genau da drüben, in dem kleinen dunklen Stück. Sorry, bin gerade ein bisschen am Eimer. Doch ganz schön schwer, das Zeug. Ja, okay, also ich hatte Glück, weil ein paar Waldarbeiter haben da Holz zurückgelassen. Durch den starken Sturm haben die das wohl gesägt und das war jetzt ganz praktisch für mich. Ich habe hier auch noch so Fichte mitgenommen. Wenn man das über das Feuer macht, also weiter oben, verteilt sich der Rauch etwas besser und dann weiß man nicht, wo der Rauch herkommt. Vielleicht baue ich mir das noch. Wenn nicht, habe ich wenigstens drüber gesprochen. Kann man sich drüber machen. Wie gesagt, dann verteilt es den Rauch und du weißt eigentlich nicht mehr, wo der genau herkommt. Auch super wichtig, ich bin total nass geschwitzt von der Arbeit jetzt hier mit dem ganzen Holz und so. Jetzt kommt das Sägen erst noch und das macht wirklich Anstrengung, kein Witz. Ja, und es ist auch für mich oder allgemein vielleicht sogar ganz wichtig, dass man sich mal kurz ein bisschen auslüftet. Wenn man in der Arbeit ist, auch gar nicht schlimm. Es ist nicht kalt, nur nicht zu lange natürlich. Erfrieren sollte man nicht, aber das ist auf jeden Fall sehr wichtig. Und dann lasse ich mich immer ein bisschen auskühlen quasi und zieht erst dann die frische Jacke oder was auch immer wieder an. Das ist dann um einiges besser. Muss ja nicht jeder so machen, aber ich mache es also. So, und jetzt geht es Biwaksack aufbauen.
Biwaksack steht auf jeden Fall mal. Und alles, was ich für die Nacht benötige und überhaupt benötige, wo ich immer mal wieder so rausgruscheln muss, ist jetzt in dem Biwaksack neben mir immer griffbereit. Es ist also einwandfrei, so komme ich immer gut zurecht. Und ich habe immer noch kein Holz gesägt. Oh Mann, und ich habe auch gar keine große Lust gerade. Ich bin richtig kaputt, es wird auch langsam kälter. Die Mütze hier, die Fließmütze ist eigentlich total nass, aber wärmt trotzdem noch. Passt, einwandfrei. Das ist eine Mütze von Proper, genau, Proper war es. Ich vergesse den Namen oft. Also eine ganz gute Mütze auf jeden Fall, aber die darf dann auch mal langsam trocken werden irgendwie. Sehr faszinierend, wie schnell man vergisst, was zu trinken hier draußen. Himmel, sacre Dieu. Geht's wieder los, die Rotlichtzeit. Es wird dunkel. Ich bin noch immer am Holzspalten. Ich muss das jetzt fertig machen. Ich möchte meinen Tee dann trinken und so. Wahnsinnig schön, so leise draußen. Ein Traum.
Heute habe ich mal null Glück mit dem Feuer. Es geht mir immer wieder aus, weil das Holz ist leider viel zu nass. Also da habe ich überhaupt bis jetzt, bin ich immer noch am werkeln. Ich hoffe, es klappt mal. Es zischt auch, weil es einfach so nass ist. Vielleicht habe ich ja doch noch irgendwie eine Chance. Mit ein bisschen Geduld. Tja, ist einfach zu nass hier, das Holz. Es geht immer wieder aus, irgendwie fast. Naja, geht schon ein bisschen. Wenn es halt gar nicht mehr geht, lege ich mich im Schlafsack. Ist halt gerade mal erst 7 Uhr abends. So, ich habe jetzt alles soweit für die Nacht hergerichtet. Ich habe mein Zeug schon soweit weggeräumt. Ich esse jetzt noch eine Nudelsuppe mit Wienern und Cashewkernen drin. Also diese chinesischen Suppen da. Und ja, dann. Das Feuer ist ja nicht so, wie ich mir das erhofft hatte. Ist einfach zu nass, das Holz. Ist aber egal. Ich lege mich dann in den Schlafsack. Ich habe dann keine Lust mehr. Aufgehört hat zu schneien momentan. Das ist ganz okay eigentlich. Ja, mal schauen, wie es dann weitergeht. Jetzt esse ich erstmal was. So. Ja, lecker. Einfach chinesische Nudelsuppe mit Wiener und Cashewkern drin. Gar nicht schlecht, nur zu heiß noch. So, für mich ist der Abend gelaufen. Es ist 8 Uhr, ich gehe jetzt in den Schlafsack rein. Jetzt muss ich erstmal mein ganzes Gewürstel wieder ausziehen. Die Handschuhe sind drecknass, alles ziemlich krass nass irgendwie, aber ich möchte jetzt auf jeden Fall in den warmen Schlafsack. So Leute, endlich liege ich im Schlaf- und Biwaksack. Ja, ist immer ein ganz schönes Getue, bis man da drin ist, aber ich habe es geschafft und freue mich jetzt auf eine ruhige Nacht. Somit sage ich eigentlich nur eins, bis später, ciao. Ich war gerade nochmal draußen, es ist richtig schweinekalt geworden. Es hat aufgehört zu schneien, sternklarer Himmel. Aber so schöne Sterne habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Echt wunderschön. Saukalt, aber wunderschön. Also ich habe versucht, mit der Kamera das mal festzuhalten. Echter Wahnsinn. Moin Leute. Ja, hat wieder geschneit.
ist doch ordentlich was runtergekommen. Saukalt. Und ich habe überhaupt keine Lust, jetzt hier rauszuklettern. Oh, nee. Die eiskalten Schuhe rein und das alles abbauen, habe ich jetzt wirklich überhaupt keine Lust. Ich mache mir jetzt erstmal einen Kaffee dann. Genau, ich mache mir erstmal einen Kaffee. Das ist das Allergescheitste. Dann kann ich noch liegen bleiben hier drin. In diesem Sinne, einen wunderschönen guten Morgen hier im verschneiten Wald. Schon Wahnsinn, was es dann noch geschneit hat. Erst Schnee gestern, dann der wunderschöne klare Sternenhimmel. Also sowas Schönes habe ich wirklich schon lange nicht mehr gesehen. Und jetzt wieder Schnee. Bitterkalt, die Handschuhe sind steif gefroren, die Arbeitshandschuhe. Und es wird auch bestimmt kein Vergnügen, jetzt dann abzubauen. Ja, geschlafen habe ich sehr gut. Naja, bin ein paar Mal aufgewacht, 3-4 Mal sogar. Ich habe mich irgendwie etwas verspannt an den Schultern. Es hat ein bisschen wehgetan. Es war unangenehm und dadurch bin ich öfters aufgewacht. Naja, aber im Allgemeinen war es eine Top-Nacht, ruhig. Kann man sich nicht beklagen. Tja. Da werde ich jetzt noch ein Stück Bundeswehrschokolade essen, den Kaffee trinken und langsam anfangen abzubauen. Wahnsinn.
Tja, Leute, ich muss sagen, schade, dass die Übernachtung zu Ende ist. Es war wirklich ein traumhafter Overnighter, muss ich sagen. Für das, dass ich 7 Wochen nicht rausgekommen bin, war das die perfekte Entschädigung. Danke an die Natur, danke an den Wald für das. Also jetzt bin ich richtig glücklich, ich genieße immer noch jede Minute, obwohl ich 5 oder 6 Mal aufgewacht bin in der Nacht und ein bisschen Schulterverspannung hatte, ist mir das im Grunde genommen egal, weil es ist so schön hier und in diesem Hauswald von mir. Es gibt es nicht allzu oft, dass so viel Schnee hier liegt und frisch geschneit hat und ich da aufwachen darf und die Bäume voller Schnee sind. Das ist für mich jetzt ein mega Highlight. Ja, darum habe ich noch ein paar Bilder gemacht. Feuer war halt nicht so gut, also das Kernholz war auch sehr durchnässt. Man musste sehr kleine Stücke machen, da hat man ein bisschen Feuer gehabt. Aber das war so ein Gefutzel, dass ich mir gedacht habe, bei so wenig Feuer, das rentiert sich dann auch nicht. Dann habe ich es gelassen. Ich hatte immerhin 1,5 Stunden ein kleines Feuer gehabt. Also muss ich sagen, es ging ja so ein bisschen. Man hätte sich auch was kochen können, wenn ich den Hobo jetzt als Kocher benutzt hätte. Es ging auch. Aber letztendlich war es dann nicht so das Feuer, wie ich mir das gedacht hatte. Die Erfahrung muss man auch machen. Und dann habe ich es halt gelassen und bin um circa 8:30 sowas war ich dann im Schlafsack, mollig warm eingepackt. War eine gute Alternative. Habe noch ein bisschen rausgeschaut und habe dann eben gemerkt, es hat aufgehört zu schneien. Dann habe ich diesen wunderschönen Sternenhimmel gesehen. Also ich muss sagen, solche schönen Sterne, so klar, die Luft so klar, der Himmel so klar, habe ich schon ganz lange nicht mehr sehen dürfen. Das war auch ein mega Highlight. Heute Morgen in die Schuhe, die waren festgefroren, eingefroren. War ein bisschen unangenehm reinzugehen. Mittlerweile sind sie auch wieder weicher. Es war wirklich sehr, sehr kalt. Auch das ist eine Erfahrung, die man halt eben machen muss. Es ist alles eingefroren morgens. Ja, ansonsten, mir geht's gut. Ich habe nicht gefroren nachts und ich friere auch jetzt nicht. Ich bin sehr zufrieden. Ich hoffe, euch hat die Tour gefallen. Es war ein bisschen anstrengend mit der Filmerei, mit dem Mikro und so weiter, dass das alles perfekt geklappt hat. Akku musste ich oft wechseln, auch wärmen in der Hosentasche. Es ist halt einfach anders bei der Kälte. Gut, ja dann, wenn es euch gefallen hat, gebt mir doch einen Daumen nach oben. Wenn ihr noch nicht meinen Kanal abonniert habt, dann lasst ein Abo da. Ich freue mich sehr auf euch. Ich freue mich auf jedes Mal, wenn ihr dabei seid, um mein Abenteuer, meine Erlebnisse, klein oder große Overnighter-Spaziergänge mitmacht. In diesem Sinne sage ich, macht's es gut, viel Spaß draußen in der Natur. Ich hoffe, ihr habt auch Schnee. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal hier auf meinem Kanal. Bis dann, Servus, ciao.